liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rock Power TV. Heute mit einer Mod-Vorstellung, und zwar das Kaweco-Pack. Ich finde es richtig super, ich finde es geil. Es sind drei verschiedene Tanks am Augenblick. Einer für Gülle, das ist der grüne, einer für Wasser und einer für Sprit, also Treibstoff. Und ich habe mich jetzt gerade verquatscht, weil ich glaube, der grüne ist für Treibstoff und der braune oder goldene da für Gülle. Aber egal, es ist beschildert. Wie gesagt, es gibt gerade nicht mehr, da seht ihr es, da ist für Treibstoff. Ich finde ihn wirklich ein sehr schöner LKW mit Breitreifen, mit Füllstandsanzeiger und Abpumprohren, die dann animiert sind, wenn man ihn dementsprechend ablädt. Der ist für Wasser, das gleiche, steht auch hier Water, ganz groß, auch mit Füllstandsanzeiger, und der letzte eben, das ist für Gülle. Also nochmal Entschuldigung, grün ist für Treibstoff, der braune da für Gülle. So, ich habe schon was reingefüllt, damit ihr eben seht, was da auch reingehört. Und ankoppeln, und ihr seht, Gülle hat ein Volumen von 54.000 Litern. Und wie gesagt, rückwärts geht, bremsen geht auch, genauso wie Blinker, Warnblinker. Das demonstriere ich jetzt nur an einem einzigen Fahrzeug. Wasser, das gleiche Spiel. Ihr seht, es wird angezeigt Wasser. Und der letzte, oder? Mit dem Treibstoff. Sieht auch 54.000 Liter Fassungsvermögen. Die Tanksäule ist neben dran und es steht auch dort Treibstoff. Ich finde das ein richtig schöner Auflieger. Vielleicht kommt in der nächsten Zeit noch andere Auflieger von Kaweco raus, mit einer für Milch, einer für Flüssigdünger oder einer, das wäre richtig genial, für Biogas, also Gas, gerade für die Beuker See zum Beispiel. Wir gucken noch schnell in den Shop rein, die sind ein bisschen versteckt. Ich zeige es euch jetzt nur mal hier in der Garage. Das ist wie gesagt der für Wasser, kostet 78.663. Braucht also eine Motorleistung von 200 PS, 54.000 Liter. Wie gesagt, ihr könnt auch einen Dolly drunter schieben und mit Traktor ziehen. Das funktioniert auch. Der ist für, wie gesagt, Gülle und Gärreste, kostet genauso viel, gleiche Prinzip. Und hier ist derjenige für ja, Treibstoff. Ich war jetzt ein bisschen irritiert, Treibstoff, genau. Wie gesagt, sonst haben sie keine großen Funktionen. Ich finde es ein wunderschönes Pack. Anzukoppeln an jedes Fahrzeug, egal ob MAN, Iveco oder eben Scania, Mercedes, Peterbilt oder Mack. Wenn ihr was wisst, wo ihr einsetzen könnt, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Modpack. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wisst ihr, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, hinterlasst einen Kommentar, was ihr davon haltet. Ich finde es ein wunderschönes Pack und verabschiede mich, indem ich einmal drum rumlaufe. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Rock Power bei Rock Power TV. Tschüssi!